Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play Freitag der 13. Ja, ein Spiel, was sehr cool ist, habe ich mich auch schon sehr lange drauf gefreut. Und ja, wir müssen halt jetzt überleben hier bei Jason. Das Spiel erinnert ein bisschen an Dead by Daylight, wer es kennt. Und ja, ich habe auf jeden Fall tierische Angst vor Jason. Jason Voorhees. Auch bekannt unter dem Titel Jason Voorhout. Wir haben aber immerhin jetzt schon mal eine Shotgun hier gefunden. Jetzt ist nur noch die Frage, ob ich treffen würde. Die Sache fragt man sich halt immer bei mir. Treffe ich? Oh ja, yeah. Also der Anfang ist schon mal recht gut. Wir bräuchten jetzt nur noch ein Messer. Komm bitte ein Messer. Kollege, ich gehe rein. Okay. Nichts Interessantes. Nichts Interessantes. So. Boah, ich hoffe, jetzt kommt Jason nicht hierher. Ich habe so Angst, wenn Jason kommt. Nein! Jason kommt! Ich sage es auch noch, Leute. So. Hier hinten gibt es ein Fenster. Da gehen wir dann raus. Wir haben immerhin eine Karte. Die ganzen anderen Spieler sind unten. Er hat ihn. Okay, wir müssen weg, Leute. Renn. So. Wir haben hier Haus gefunden. Sag bitte, hier ist ein Messer. Falls er uns hochhebt, können wir nämlich dann entkommen. Mann, hier gibt's nirgendwo eins. Wie viel Pech kann man haben? Weil ich muss nämlich dazu sagen, mit den Schusswaffen hier in dem Spiel habe ich kein Aim. Jawohl, die Polizei kommt in 5 Minuten. Das heißt, wir könnten entkommen von hier, aber wir müssen da den Ort finden, wo die Polizei angehalten hat. Autoschlüssel. Wir schaffen das eh nicht, ein Auto zu reparieren. Ich brauche dafür die ganzen anderen Teile, Autobatterie und Benzin. Okay, ein Böller. Nehmen wir mit. Du kannst nämlich Jason mit den Böllern irgendwie stunnen. Geschafft habe ich das zwar auch noch nicht, aber mal sehen. Vielleicht wird's ja. Vielleicht wird's ja. Kurz Map gucken. Okay, die anderen Spieler. Ja, denn ihre Orte sind dort unten. Die meisten sind, also wir sind wirklich alleine hier oben. Das heißt, wir müssen uns irgendwie alleine durchschlagen. Wir rennen erstmal hier hoch zu dem Friedhof. Ob das eine gute Entscheidung ist, ist die nächste Frage, aber... Deine ist Heilung. Heilung. Okay, das war schon mal sehr gut, dass hier Heilung ist. Ob es hier am Friedhof so gut ist, ist die nächste Frage. Und da oben ist Jason seine Hütte. Wir könnten da rein und den Pullover klauen. Scheiß drauf, Leute, wir ziehen's durch. Da gibt's nämlich einen Pullover, den kann man klauen vor der Mutter von Jason. Oh! Okay, wir schleichen. Wir schleichen uns langsam weg, Leute. Obwohl, wir rennen. Wir rennen dorthin zu den Häusern. Wir müssen hier irgendwie weg erstmal. So, mit diesem Pullover kann man irgendwie dann Jason töten. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er dann kurz stehen bleibt. Und das möchte ich vielleicht...
benutzen, falls er vor mir ist. Ich glaube, das ist irgendwie so, man muss den Chase mit diesem Pullover seiner Mutter stunnen und dann muss jemand anders die Maske ihm abziehen oder so. Irgendwie so. Aber man braucht dafür halt noch einen anderen Spieler. Okay, schnell in das Haus. Wir hoffen einfach mal, dass das Haus hier noch nicht durchsucht worden ist. Okay, sieht nicht danach aus. Aber irgendwie ist trotzdem alles leer. Hier ist schon wieder Autoschlüssel. Das gibt's doch nicht. Ich brauche auch Benzin. Mist. Halt, war hier Benzin? Ne, es war ein Feuerlöscher. Ich dachte schon. Weil sonst hätten wir das Auto jetzt ja bauen können, weil hier vorne ist nämlich eins, sehe ich gerade. Aber, ja. Wird wohl nichts damit, würde ich meinen. Wird wohl gar nichts damit. Das Haus wurde schon gelootet. Na toll. Also ich würde mich auch schon mal ein bisschen sicherer fühlen, wenn ich wüsste, wo Jason ist, ehrlich gesagt. Wir wissen auf jeden Fall, er war bei uns im Anwesen, hat einen getötet. Wir sind entkommen. Wir haben den Pullover seiner Mutter. Und da wird er nämlich auch benachrichtigt, wenn da jemand ist bei dem Haus. Das heißt, er weiß auf jeden Fall, dass jemand diesen Pullover hat. Okay, die anderen Spieler flüchten. Ja, die denken jetzt, die Polizei holt die dort ab. Vielleicht sollten wir es auch probieren. Entweder links oben oder rechts oben kommt die Polizei in 25 Sekunden. Wir probieren's. Ich hoffe einfach links oben. Ansonsten kann ich direkt singen, this is the end. Komm bitte, wo kommen die Cops? Und, auf welcher Seite? An der rechten. Ich sage es auch noch, wir werden Pech haben. Na toll. Okay, anvisieren tut man so, gut. Die wollen alle dorthin, glaube ich. Die ganzen anderen Mitspieler. Ich weiß nicht. Es ist schlau, wenn man sich in der Gruppe aufhält. Ich glaube irgendwie nicht. Man kann sich zwar gegenseitig helfen, aber die meisten lassen einen wahrscheinlich nicht zurück. Na gut, ich meine, es gibt das Wort euch. Jeder ist sich selbst der Nächste. Also, ja, gefressen oder gefressen werden. Nein. Gefressen oder gefressen werden, genau, wie ich es gesagt habe. Oh mein Gott, nein. Ich habe auch den Pullover. Da die Autobatterie. Och nein, jetzt kommt noch mehr hier rein. Ey, was machen wir jetzt? Jetzt kommen alle hier rein. Ich bin tot, oder? Wir werden sterben. Okay, kommt schon, Leute. Wir probieren zu flüchten. Komm schon. Come on, come on, come on, come on. Dort weiter hinten sind die Cops. Wir können es schaffen. Okay, wir laufen lieber nochmal hier langsam lang, falls wir sprinten müssen, falls er hier hochkommt. So haben wir dann nämlich noch Ausdauer. Was? Hier wird jemand getötet. Ich hab's gerade genau gehört. Okay, sprinten. Go, 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 go. Wir können flüchten. Ja! Freiheit! Wir haben überlebt, Leute.
Wir haben überlebt. Jawoll. You survived. Sehr schön. Ja, okay. Wow. Da wird einer gebrodelt. Er wird gebrodelt. Okay, Leute. Da würde ich sagen, da wir das überlebt haben, mal sehen. Vielleicht sind wir in der nächsten Folge dann der Killer. Ja, das ist der letzte Überlebende. Ich weiß nicht, wollen wir dem noch zuschauen? Ja, wir schauen dem mal noch zu. Und danach beenden wir die Folge. Aber ich hoffe auf jeden Fall in der nächsten Folge sind wir der Killer. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, und ihr schreibt mir auf jeden Fall auch in die Kommentare, wie ihr das Spiel so findet. Euren Ersteindruck. Das würde mich nämlich auch interessieren. Oh, überlebt er? Der Kollege? Der schafft das. Wir glauben an ihn. Er schafft das. Du schaffst das, Stanley! Ist Jason dort? Nö. Renne die Freiheit! Renn! Renne die Freiheit, mein Freund! Mein kleiner Nerd. Soll das so? Ja. Wunderschön. Wunderschön. Wie ein Model. Schaut ihn euch an, Leute. Ja, okay, Leute, dann würde ich sagen, wir beenden hier an dieser Stelle die Folge. Lasst eine Bewertung wie immer da, schreibt gerne einen Kommentar. Teilt sehr gerne das Video, würde mich sehr freuen. Und ja, Jason würde sich übrigens auch freuen. Und ja, Leute, haut rein und ciao!